mal. Willkommen zu einer heutigen Folge Tom Clancy's Ghost Recon Online. Nicht Rainbow Six Siege, wie ich das gerne mal sage. Ja, vielleicht. Über uns ist euren Regierungsvideo, also. Egal, solange wir nicht auflegen, ist das alles gut und schön und alles. Ob wir auflegen, das werden wir gleich sehen, weil wir ja noch vorhaben. Fahr ruhig auf vor Ort, kurz fast mal. Nein! Auf Wort klappt doch nicht, okay. Gut. Ja. Die Leute sagen das, weil sie von einer Frau erwarten. Oh, da ist direkt die Post, also vorsichtig. Es gibt sogar Frauen da draußen. Ja, wir haben jetzt vor uns die beiden Posten. Das ist ein anderer Posten als der von eben. Ja, aber da werden. Ja, okay, dann zerstören wir den Posten erst. Die haben uns eh schon entdeckt. Halt mal drauf, ich muss hier töten. Ja, so treffe ich nicht, ne? Okay, scheiß drauf. Da vorne ist ein Turm, ne? Boah, ich würde doch nicht direkt. Peace! Wir waren vor uns. Eben sowieso total daneben. Okay, hinterher. Ich brauche nur den LKW, den vorderen LKW, nicht den hinteren. Wie soll ich denn wohl? Nur noch den Fahrrad. Das ist der. Ich kann nicht nach rechts, ne, schieben. Noch nicht nach hinten. Ich kann nicht nach hinten schieben. Ich spring ab. Warum? Weil ich so nicht treffen kann. Ja. Scheiße. Okay. Das war mega scheiße von mir gerade. Ich weiß. Ja. Schaffst du. Easy. Ja, ich bin noch an den dran, ne? Das hilft mir gerade nicht. ja gut, hier sind bei mir ein paar Gegner, ne? Hm. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sterbe, ne? Die Mission noch zu Ende. Nein! Arschloch markiert, okay, ich hab's durchgeschafft. Oh, nice, toll. 20 Sekunden hast du, komm! Das werde ich nicht schaffen. Schaffst du locker easy. Nicht mit dem Ding, mit dem ich unterwegs bin. Klar. Wie lange noch? 5. Super! 2, 1. Nein! Ach so, ich kann trotzdem abgesetzt. Hä? Ah, ich könnte jetzt bei dir wieder spawnen. Nein, 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 ich hätte nein, bei dir wieder spawnen nein, können. Ach so. Ja, gut, ich hätte bei dir spawnen können, ne? Aber will, trotzdem ist jetzt abgeschlossen oder nicht? Ja, haben wir. Okay. Stand ja oben. Ich habe die Punkte auch schon eingesetzt, also von daher. Alter. Ich habe mich sowas von doof angestellt. Ja, ich spring mal eben raus. Warum auch nicht? Ja, ich habe so viel Schüsse abbekommen, Mensch. Ich dachte, das hilft mir noch. Und dann springe ich erstmal ab, damit ich bei den Schüssen auch noch bleibe. Alter. Dann fahren wir jetzt zu dem anderen Ziel. Pass auf, hier können immer noch Gegner sein. Keine Ahnung, ob das wird. Abschuss bestätigt. Oben, Turm. Scheiße. Ab, Turm. Ist noch was hier? Dezent aus Stress aus. Haben wir ein Auto, ne? Ne? Die nehmen uns natürlich nicht mit. Auf dem nächsten Auto. Nein, ich habe das beste Fahrzeug für uns. Verstärkung rückt an. Komm, steig ein, schnell. Was? Dein Ernst? Ich bete für meine Feinde. Oder? Ich bete, dass sie reingetroffen. Rast einfach weg. Ja, ja, ist okay. Der Arm ist rutschig, das tut mir leid. Oh, die Bauarbeiter. Gib mir die Kraft,
Oh nein, die brauchen aber Triage-Tools. Okay. Wollen wir uns den Vorposten hier holen, hinter uns an der Brücke? Das ist ein Vorposten. Uns auch holen sollen. Ich würde aber hier halt machen. Okay, bereit? Jo, vielleicht drohnst du? Das ist ein scheiß Helikopter. Django ist tot. Ja, ich, Drohne. Drohne ist oben. Alle gewesen sein. Nein, es sind nur zwei. Noch zwei, okay. Einer? Nein, noch zwei? Positiv. Getroffen. Vier, fünf? Treffe nicht. Rechts an der Brücke direkt. Der Tango ist hin. Nummer uno. Noch zwei. Okay, rüber. Von mehr als zwei. Ja, drei. Okay, das war's. Da sind mehr hier noch im Gelände. Egal, ich renne gerade durch. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Hecke gerade. Ein Gouverneur aus Argentinien besucht das Ressort, um eine Nummer zu schieben. Besorgen wir ein Video, wie sie aufeinander rumspringen und erpressen. Das sollte reichen, um den Rest der VIPs zu vertreiben. Ich muss der LKW öffnen, ne? Was? Ach, hast du schon, okay. Haben wir alles? Denke mal ja. Ne, da ist noch ein Ausrufezeichen außerhalb. Siehst du das? Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Lass mal grad rein. Moment. So, Tor ist geöffnet. Bin ja durch. Okay. Das ist ein LKW. Ein Flugplan für ein Versorgungsflugzeug des Kartells. Es ist voll beladen und startbereit. Wenn wir die Ladung den Rebellen übergeben, könnte es gegen das Kartell helfen. Wo gehen wir hin? Das sind Flugzeugen, würde ich sagen, oder? Flugzeugen? Warum Flugzeugen? Die Flugzeuge, die jetzt gerade markiert wurden. Wo wurden die uns markiert? Ich seh die nicht auf der Map. Warte. Okay, ich müde mich mal hier an dieser Stelle, red mal kurz weiter. Ja, super. Wenn ich einfach so alleine gelassen im Let's Play. Ich habe keine Ahnung, wo die Flüge markiert waren. Also die wurden ja gerade in grün markiert. Ah, da hinten. Nein? Ja doch, dahin. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg. Mit Michi zusammen. Könnte jetzt nur ein bisschen dauern, aber naja. Was? Ist da was? War da nichts. Okay. So, wie kommen wir da ein bisschen hin? Also, ich bin wirklich ziemlich lange gefahren. Ich hätte eigentlich nicht zugestellt, die Leute waren, ja. Das ist jetzt nicht wirklich hier. Ich will hier reden, ist oder andere. Für mich oder was auch immer.
wenn wir die Mission durch haben, muss man gucken, dass wir mal unsere Charaktere wieder aufpassen können, damit wir hier weniger drauf gehen, wenn wir versuchen, was einzunehmen. Weil das ist echt echt scheiße einfach. Ja, das ist echt scheiße, das stimmt. Das ist mega scheiße. Wenn wir ganz Zeit drauf gehen. Nicht jedes Mal bei jedem Versuch, aber. Ziemlich oft. Mittlerweile in 70-80%. Ja komm, normalerweise wird dieses Spiel zu viert gespielt, auch mit KI, ne? Ja. Ich habe uns das markiert. Habe ich gesehen, ich habe auch angenommen, die Markierung. Das ist doch nur eine kleine Fahrt. Ah, das ist ein Konvoi, der uns entgegenkommt. Oder? Nee, das ist kein Konvoi. Das ist ein Flugzeug, was ich markiert habe. Ah, Nebeneinsatz, ja. Stehen Sie doch. Ja. Kommt uns ein Konvoi entgegen, aber da ist es eher weniger. Wollen wir uns den holen? Ja. Dann haben wir den mal wieder ein bisschen abwechselnd drin. Genau, dann gucken wir das noch. Konvois. Solange du nicht arme Zivilbevölkerung eliminierst. Was? Ich doch nicht. Schon wieder die Tankstelle in gegnerischer Hand? Ja. Die lernen das aber auch nie, ne? Weiß ich nicht, ob man das irgendwie einstellen kann, dass man die ganze Zeit hält. Ich kann hier in dem LKW nicht nach vorne. Boah, kein Problem. Können wir uns ja gleich was anderes besorgen. Nee, geht nicht. Du musst das Fahrrad rammen, wenn. Oder Straßenblockade, weißt du, und dann schießen wir. Ja, das nächste Fahrzeug, was uns hier entgegenkommt, ja. Ja. Wir nehmen ein Fahrzeug. Wir nehmen das. Ja. Das hintere. Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus. Ernsthaft. Kommst du? Ja. Warum kriege ich jetzt hier eine Einführung in was? Einsatzunterstützung. Jetzt musst du mal ganz kurz allein unterhalten. Einen Moment. Ja. Oh, hier war der Konvoi. Hilfe. Um Gottes Willen. Ich bin wieder da und du musst da weg. Warum muss ich verrecken? Du musst da weg? Ja, aber hier ist doch der Konvoi. Ich will keinen Konvoi. Wollten wir doch eben. Nein! Wir wollen das Flugzeug. Ich hab die ganze Zeit gesagt, das Flugzeug. Eben sagtest du noch, ja, okay. Ja, nee, weil wir die ganze Zeit nur einen Konvoi haben. Ich komm ja schon. Hier ist richtig viel los, wenn du hier vorbeifährst, dann lieber auch von hier. Ich hab so eine lahme Brücke auch noch hier. Ja. Und dieser Regen. Ich hasse Bolivien. Bist du Offroad gefahren? Nö. Kannst du, glaube ich, nicht bei dem Berg. Berufskraft hat. Auch gerade unter dem Dorf? Nein, noch nicht. Ich mache eine Abkürzung. Aua. Anstein. Oh, mein Wagen qualmt. Oh Gott. Gehen aber gleich da. Shit. Okay, ich nehme doch die Straße, habe ich gehört. Ich sehe dich, ganz sauer. Siehst du das Qualmen? Oh, da fahr doch halt hinter dem Berg. Das geht auch. Ja, ich nehme gerne einen Umweg, Abkürzung, wie auch immer. Naja, siehst du mein Fahrzeug qualmen? Nee, noch nicht. Guck mal gleich, wie das qualmt. Jo! Gottes Willen. Oh, schaffe ich das noch zu dir? Keine Ahnung. Guck dir das an. Alter. Okay, ich würde sagen, bevor wir hier die Flugzeugmission machen, ja, beenden wir nochmal die Folge und wie wir das Flugzeug hoffentlich im ersten Anlauf schaffen zu stehlen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ziel Nummer 3. Ja.